Grenzen und die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Secret Hitler mit dabei, der Striker, der Bissel, Lou, Seidel, Rico und Andy. Moin, moin. Hallo. 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 Rico, möchtest du kurz die Regeln nochmal erklären? Ja, falls jemand diese Regeln noch nicht kennt von Secret Hitler. Bei Secret Hitler gibt es zwei Parteien, einmal die Liberalen und einmal die Faschisten. In unserer Gruppe von 7 Leuten gibt es 3 Faschisten. Unter diesen Faschisten befindet sich ein Hitler. Die Faschisten, beziehungsweise die Liberalen und die Faschisten wollen natürlich versuchen, dass sie das Spiel gewinnen. Das Spiel gewinnen die Liberalen, indem sie hier entweder 5 liberale Policy-Karten haben oder Hitler töten im Verlauf des Spiels. Das kommt dann hier irgendwann mal dazu. Die Faschisten gewinnen, wenn sie alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 faschistischen Karten hier drauf liegen haben oder Hitler ab der 3. Karte, die hier liegt, zum Kanzler gewählt wird. Die Faschisten kennen sich untereinander, nur Hitler weiß nicht, wer seine Kollegen sind. Ansonsten die Liberalen wissen auch nicht, wer Faschist oder Liberal ist. Quasi wie TTT, nur in Tabletop. Und mit mehr Reden als Karten. Genau, und ich würde sagen, jeder, der mitraten möchte, macht gleich, wenn ein Sound ertönt, die Augen zu. Und wenn dann ein zweiter Sound ertönt, kann er die Augen wieder aufmachen. So, dann können wir jetzt anfangen. Wir müssen erstmal würfeln. Ja, oder? Wir haben ausgewürfelt. Seidel ist der erste Präsident. Warte. Haben wir alles schon gemacht, Andi. Okay. Seidel stellt jetzt einen Kanzler zur Wahl. Andi. Dankeschön. So, Striker ist übrigens wieder Hitler. Die richtige Wahl. Ja. Basti ist Hitler. Eigentlich müsste ich für Andi prinzipiell mit Nein stimmen. Warum? Weil ich sonst immer so gut war. Es wird abgestimmt, ob derjenige zum Kanzler gewählt wird oder nicht. Es wird umgedreht. Ich finde auch, dass Andi so ziemlich der Beste, wenn alle gelegt haben. Umdrehen. Oh, wow. Okay, it's Andi again. So, jetzt zieht der Präsident 3 Policy-Karten. Diese können entweder faschistischer Herkunft sein oder liberaler. Während dieser Prozedur darf weder der Präsident noch der Kanzler reden, beziehungsweise über die Wahl oder über das reden, über die Politik. Seidel muss jetzt eine Policy wegschmeißen und gibt die 2 restlichen Andi. Der wiederum muss auch eine wegschmeißen und die andere kommt dann zustande. So funktioniert das Ganze. So schaut es aus. Wieder groß sein. Weiß, mal sehen, was er als erstes hier gelegt wird. Blackling ist ja diesmal ein bisschen gesittet, hart zu reden. Nein. Der Striker ist auf jeden Fall Hitler. Ja. So. Mein verehrte erst legen, dann kannst du Abgeordnete. Hier ist die nächste Parteien. Ja, ich habe 3 rote gezogen. Das ist wohl wahr, ich habe 2 rote bekommen. Das ist korrekt. Ob man es mir glauben mag oder nicht, ich habe 2 rote bekommen. Man muss noch dazu sagen, für die Zuschauer, hier liegen die Mehrheit der Karten sind rot. 11 rote, was bedeutet, und 6 blaue. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass zumindest einmal dieser Fall eintritt. Genau das ist eben gerade passiert. Nee, Seidel ist Faschist. Welcher von meinen beiden Zwillingen denn? Merlin oder Seidel? Merlin, Seidel. Ich schizophren. Beide. Hier treten gut, übrigens auch Effekte ein. Der Präsident geht jetzt im Uhrzeigersinn weiter. Also bis jetzt können wir festhalten. Eigentlich wir wissen gar noch nichts. Nicht so viel. Wir können überhaupt nichts festhalten. So, also jetzt darf jetzt auch den vorherigen Kanzler und den vorherigen Präsidenten natürlich nicht wählen. Klar. Ich nehme Rico. Kanzler. Oh. Ach. Das ist am Anfang der Vielen Dank, ich werde Ihr Vertrauen nicht missbrauchen. So, umdrehen. Was ist das? Okay. Fascho, der Biker bleibt der Hitler. Der ist 100% Hitler, deshalb hat er auch so eine pessimistische Grundstimmung. Ach, bleib doch mal geschmeidig.
Aber tatsächlich, dass er nur ist, also beziehungsweise liberal. Dass er einfach vielleicht stimmt er ja einfach immer nur für Nein. Einfach immer nur für Nein, weil er gerade mad aus seinem Formel 1 Nein. War so mad, voll gut. Wollte ich gerade sagen, er war doch voll gut. Von es geht mir auf den Sack, ja, aber er hat. Ja, eben. Ich sehe dann noch auf mein Handy und da steht da die nächste Nachricht. Das Rico hat die Gruppe geschrieben. Also ich habe von drei Leuten eine Nachricht gekriegt. Meine Damen und Herren, ich verkünde die Politik. Okay. Yay. Hast du eine Wahl gehabt, Rico? Hatte die Wahl. Pascho. Was hast du weggelegt, End? Ich habe eine blaue weggelegt und Rico die Wahl gegeben. Okay. Definitiv, Pascho. Ja, natürlich. Sagt Hitler persönlich. Ja. 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 So. Ja, Leute, ein bisschen ruhiger. Niedrige die Gasrechnung. Ich wähle mal Hitler, ne? Ja. Eigentlich aus noch kann uns nicht so, ich Nein weiß stimmt, schon mal, was ich sage. Trotz jeder liberale WLAN Nein muss man ach, mein gleichberechtigt so begegnen. So eng. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt genommen habe. Okay, umdrehen. Oh. Nein! Das wird voll zum Kanzler. Aber er ist ja trotzdem jetzt Kanzler. Ja, also ist jetzt unentschieden. Nee. Wie, wenn sieben Leute sind, sieben Leute sind. Oh, stimmt, wir sind ja sieben. Wenn sieben voten, dann vier. Alter, also, wie schaffst du bitte dein Studium? Und ich weiß nicht, schon die zweite, ist das zweite Mal heute, dass ich mir denke. Ich hab Mathe schon letztes Jahr bestanden. Ja, Rico, dann immer. Achso, ja, stimmt. Ich muss ja. Hey, Baby! Hey, Macarena. Leute! Es darf doch ein bisschen Spaß haben jetzt, wenn jetzt hier jeder nur alle drei Minuten mal was sagen darf. Nee, aber jeder Aufnahme, die ich von dir sehe, gehst du mir mega auf den Sack mittlerweile. Ja, wenigstens singe ich nicht jede Folge Candy Shop. Darf ich einmal? Willst du bitte eine Nummer ziehen? Lollipop. Wenn was sagen zu dürfen, müsst ihr eine Nummer ziehen. 735. Ja. Was hattest du? Okay. Was hast du weggelegt, Rico? Eine Faschistenkarte. Also ich glaub da mal, dass Striker liberal ist. Hitler muss ja auch gut liberal spielen, das hat überhaupt ja nichts bis jetzt zu sagen. Wow. Ja, aber wenn du das so siehst, kann jeder Liberale, kann natürlich ja, Hitler natürlich sein. Kann das muss sein. Ja, natürlich kann das sein. Aber erstmal ist er ja liberal, das muss ja. Weil der Test zwischen Seidel und mir eben eigentlich quasi nicht existent war, teste ich Seidel mal zurück. Das Einzige, was wir überhaupt rausnehmen könnten, ist entweder Rico hat erstmal liberal gespielt, was nicht viel bedeuten muss. Jeder hat bisher liberal gespielt. Und Seidel, ich habe zweimal liberal gespielt. Seidel könnte der Einzige sein, der bisher betrogen hat. Okay, das stimmt. Trog. Das stimmt, ja. Trog, das deutsche umdrehen. Aber von seiner Art und Weise, verhindern wie er es liberal gespielt hat. Strike hat man für ein Jahr gestimmt, die liberal gespielt. Aber von alle durcheinander. Ach, der gerade mindestens zwei Minuten lang neben Rico geredet hat. Ohne was bestellt ist zu sagen. Warum siehst du eigentlich von dem anderen Stapel? Ja, oh, ne? Andi. Ja, Andi. Ich habe bisher nichts aufgedeckt. Oh. Alter, warum? Der Stapel ist rot. Ja, deshalb. Nein, der ist orange. Rot wie Nein. Manche Leute sagen rot wie Nein. Nicht rot von mir. Faschist. Ja, Andi. Ja, Andi. Das ich vertraue eigentlich ein Andi. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man haben kann, dass du einen vertrauen kannst. Ja, aber ich weiß nicht, Janni ist immer so grundsympathisch und so grund. Wenn, dann gehe ich halt mit ihm unter. Ich sag das nicht mehr, ey. Ja, weiß ich nicht. Kommt jetzt so, weil man sie jetzt bekommen. Der Faschung gerade. Ja, vielleicht. Ich hänge davon ab, was er mir jetzt gibt. Ob ich ihm vertraue oder nicht. Hängst warum machst du das immer in Zeitlupe, Alter? Jetzt mach das doch mal ein bisschen schneller. Ja, wow. Ja, auf jeden Fall, du Andi. Sauber. So dämlich, ey, das ist nicht mehr normal. Okay, liebe Zuschauer, das war wirklich außerordentlich dumm. Ich hab ja nicht die verkackte Runde mit aufgenommen. Wenigstens sagst du das selber. Wenigstens hast du es selber bemerkt, dass das außerordentlich dumm war. Sorry, das außerordentlich dumm. Jetzt hätte er noch nicht mal lügen können, weißt du? Ja, hätte er auch nicht.
Wenn ihr jetzt so überlegt, hat mir zwei Bescheid rote gegeben. Aber er legt eine blaue, weil er keine andere Wahl hat. Ich habe aber zwei blaue bekommen. Muss man ja, also weil ich habe... Dieser Test war jetzt ich wieder nicht tief. Drei blaue gezogen. Also, ich habe tatsächlich das zwei blaue so wahrscheinlich, das ist jetzt auch so unwahrscheinlich. Im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn er drei blaue gezogen hat, sind nur noch fünf rote da. Es sind zwei blaue weg. Zwei Lagen, sind noch zwei im Stapel. Nein, es sind noch fünf rote da. Ich sag nur, ja, was ich gezogen habe. Es sind sechs blaue nur. Es sind sechs blaue und zwei wurden schon weggelegt. Nur sechs blaue. Ich hab mitgeschrieben, es sind nur noch rote im Stapel. Werden die Sachen, die vorher gesagt wurden, stimmen. Ihr habt beide eine blaue weggelegt, oder? Ja. Ent hat eine blaue weggelegt. Ach, das stimmt. Achso, okay, dann ich hab eine rote weggelegt. Okay, dann ist okay, aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem mega gering, dass es ist. Ein blauer. Wie gesagt, ich hab euch gering gesagt, gering ist auf jeden Fall. Ist. Also der... Also Andi und... Wenn keiner gelogen hat, liegen da noch fünf rote Karten. Das sehe ich ja jetzt, wenn ich jetzt drei rote ziehe, dann kann ich da jetzt wenig gegen tun, ne? Du bist Hitler. Only Hitler can do something like that. Bisschen suspekt. Hey, wieso Rico, bitte erklär mir mal, was würde es bringen, ja, in diesem Falle zu lügen? Leute, alle durcheinander. Ja, keine Ahnung, was es dir bringen würde. Wenn ich jetzt drei rote ziehe, kann ich da Verwirrung stiften. Wow. Also laut, wenn keiner bisher gelogen hat, liegen da noch fünf rote. Wählen Sie bitte. Musst du gerade Verband abmachen. Hast du ihn gemacht? Am Knie wieder. Ach Gott, ich muss auch noch. Ja. Ja, wer eh. Als könnt ihr ihm. Das, was jetzt gemacht wird, das ist wieder, wenn keiner gelungen hat, einfach unaussagekräftig. Weil er könnte trotzdem als Hitler oder wir als Fascho sagen, ja, ich habe drei rote gezogen. Das kann ja sogar trotzdem warten. Generell jetzt auch nicht trotzdem nicht, was Andi und Zeidel sind, weil es war ja jetzt zweimal scheiße. Weil im Endeffekt wissen wir bisher noch gar nichts. Ja, doch. Ja, nee. Ja, was also, weißt du denn? Ja, also von dir end ja nicht so, weil du hast ja eine Liberale weglegen müssen. Ja, weil ich dich testen wollte. Das ist ja vernünftig. Ist schwierig. Also. Ja, ist ja auch richtig so. Hätte ich dir zwei aber blau gegeben, hätte ich dich nicht mehr oder weniger confirmen können. Ja, ja. Biker hat ja eine blaue gelegt. Dem müssen wir jetzt erstmal auch als liberal. Ja, das ich habe eine blaue gelegt. Machst du da, Lu? Nee, weiß ich auch nicht. Ja, Lu ist so, was darf denn der nächste Hitler machen? Ja, der nächste Präsident. Ich habe eine blaue gehabt. Ich hatte zwei rote, eine blaue gezogen. Also einer von euch hat vorhin gelogen. Ich hatte eine blaue auf der Hand. Okay, das ist jetzt schon mal ein bisschen suspekt. Also einer von euch hat gelogen. Lu, was sagst du dazu? Wenn hat End gelogen oder Andi hat gelogen. Ich meine, dass er mich in die Kiste hauen will. So, warte. Wenn ich jetzt eine blaue gezogen habe, ich habe zwei rote, eine blaue gezogen. Ich habe dir eine blaue und eine rote gegeben. Also hat End gelogen, es hat Rico gelogen oder es hat Andi gelogen. Moment, wir nicht gesagt, dass da nur noch rote Karten Deswegen. Ich habe eine blaue gezogen. Ich habe jetzt eine blaue gezogen. Ja, vielleicht laberst du gerade auch einfach Schwachsinn. Ich glaube auch, dass er Schwachsinn redet. Ja, dann mal. Aber ich will das jetzt noch nicht festlegen. Was ihr wollt. Aber ganz ehrlich, wieso sollte ich lügen? Wieso sollte ich lügen und sagen, ich habe eine blaue abgelegt? Es hat eigentlich keinen Grund zu lügen. Ja, Lubastis Aktion ist jetzt suspekt. Ja, obwohl Seidel, du hast ja gesagt, du hast drei rote am Anfang. Du hättest noch eher die Sache gehabt. Ja, das stimmt schon. Übrigens, aber wer ist denn so dumm und lügt am Anfang? Technisch darf der Präsident, der momentan noch Striker ist, einen nach der politischen Ausrichtung. Er darf jetzt sie, quasi. Genau. Darf die angucken. Lass doch den erstmal noch da stehen. Jetzt sucht er einen aus. Ich würde End testen. Ich will Lu testen. Stopp mal, Andi. Ich will Lu testen. Stopp mal, okay. Ich dachte, bei dir bist du sicher. Was bringt es dir, Lu zu testen, Basti? Moment, bevor du das machst. Basti, wenn du jetzt Lu testest, ja, und da steht okay, Fascho. Ich weiß, dass der Fascho ist, okay. Du weißt es ja schon. Und wir. Okay. Bitte die Policy-Karte, nicht die Roll-Karte. Lu ist für mich Fascho, weil ich habe ihm gerade eine blaue und eine rote gegeben. Für mich ist er Fascho. Dass du Faschist bist. Ja gut, das Problem ist, wir wissen halt nicht, wie du bisher bist, ne? Also entweder Lu oder er ist. Ich dachte, das Falke darf jetzt entscheiden, ob er was sagt. Was? Andi ist Faschist. Ohne Witz, klaut Basti nicht. Ja, ich weiß, hast du noch mehr so. Leute! Klaut Basti nicht. Ey, echt geile Tage. Also entweder Basti hat gerade voll den Schatz zugehabt. Damit ich als Fascho dastehe, du noch einen anderen aussuchen kannst, um den noch als Fascho also dastehen zu lassen, damit klaut du Andi Basti nicht. Andi hat gerade gelogen, indem er sagt, er hat drei blaue gezogen. Er hat nämlich eine rote gezogen.
Glaubt Basti nicht. Er hat eine rote gezogen. Glaubt Basti dass nicht. Dass drei blaue hintereinander kommen, ist so. Ja, aber dann wäre er doch nicht so blöd und würde mir dann zwei. Das würde mir nichts bringen. Ja, wenn er sagt, dass er drei blaue gezogen hat, dann kann er. Ja, aber das macht ihn doch nicht wenig. Aber wenn er drei blaue gezogen hat, macht ihn ja nicht liberal. Warum, wenn ich hier gerade blaue gezogen habe, wie soll er dann drei gezogen haben? Warum sollte ich da lügen? Das macht null Sinn. Ja, weil der Fascho ist. Ja, und? Aber das hat auch, macht auch aus Faschosicht keinen Sinn, wenn er da lügt. Ja, dann bist du, wenn dann gehörst du dazu. Das macht doch Sinn. Wenn er euch jetzt beide liberal zuspielt die ganze Zeit. Aber wenn er doch dann sagt, ich habe drei Liberale, das macht ihn ja nicht liberal. Ich hätte ja auch zwei. Lou ist auf jeden Fall Fascho, dem habe ich eine blaue Karte und eine rote Karte gegeben. Das behauptest du. Du behauptest auch ich, dass ich behauptest auch, dass ich Fascho sei, obwohl ich liberal bin. Ohne Witz, glaubt Basti nicht. Kriegt doch nie einen Kragen. Im Spiel hier geht's aber darum, durcheinander Andi, zu reden. Andi, doch, denk, jetzt Andi, mach doch mal hier nach. Keine Ruhe Andi, rein. Andi, denk mal nach, wenn ich selber Fascho wäre und ich würde sagen, du bist Fascho, was würde mir das denn bringen, wenn du wirklich Fascho bist, ich auch Fascho wäre? Ich bin liberal und du sagst, ich sei es Fascho. Ja, und lügst, bei mir auch. Du lügst wie gedruckt. Komm, jetzt will den nächsten Kanzler hier, bitte. Genau wie also ich hab zwei Thesen, ich persönlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Lou Fascho ist. Denn als er sich rechtfertigen musste, hat er nicht so wirklich reagiert und hat auch nochmal überlegt. Also, ja, deswegen hat die Karte mal zurückgezogen. Aber dann gibt's die eine Sache. Wenn Lou wirklich Fascho ist, dann muss Andy auch Fascho sein, weil dann hat der Striker keinen Grund zu lügen. Ja, aber das ist eine Lüge ist. Ansonsten lügt ja, weil, Striker. Alles andere wird laut den Aussagen überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube einfach, dass Basti also, wieder Hitler Schweiger ist. Striker sollte ja wirklich auch liberal sein. Warum? Weil sollte er seinen Fascho-Kollegen aufdecken. Ja, deswegen, ja vielleicht um sich liberal zu machen, aber sonst hätte ich glaube da eher Striker. Na was? Das macht null Sinn. Lass uns erstmal jetzt eine Runde weiter spielen. Wenn ich selbst Fascho wäre, warum soll ich dann Lou in die Pfanne hauen? Ja, du bist halt aber es macht aus Fascho sich immer noch. Und du ihm somit die Fascho in die Show schieben könntest. Andi auch keiner ist. Der Einzige, der wirklich zuhört und auch wirklich die Wahrheit kennt, ist Rico, so wie er es gesagt hat von seiner These aus. Warum sollte ich jetzt... Weil das macht aus Fascho sich überhaupt keine... Ja, Rico ist mit Fascho mit dir. Ihr seid beide Faschos. Aber ihr wisst, wie wieso macht das keinen kann? Sinn, wenn Rico... Nein, ich meinte, Striker dass Andi... Ist und Andi liberal. Das macht, das macht schon Sinn. Aber ich meine, weil Andi hätte ja diese eine Mal lügen müssen, als er gesagt hat, ich habe drei blaue gezogen. Warum sollte ein Fascho sagen, ich habe drei blaue gezogen? Macht null Sinn. Das macht null Sinn. Ich hätte auch einfach sagen können, dass ich eine Fascho-Karte abgelegt habe. Hätte ich auch sagen können. Ich hatte das gesagt, weil er eine blaue gezeigt hat aus Versehen. Das habe ich danach gemacht, als ich die eine schon weggelegt hatte. Eben. Dann hast du aber eine Spielregel gebrochen. Lou hat das jetzt auch nicht rausgezogen. Er hat eine weggelegt, als er sie mir gegeben hat, hat er die blaue gezeigt. Aber ja, wenn ihr macht, was ihr wollt, ihr könnt mich gerne töten, wenn ihr wollt, ist mir das scheißegal. Oh, das ist einer ja jetzt schon salty. Geht ja sowieso aus bei der Übung. Ist doch gar nichts passiert. Rico. Ups, Moment. Ich muss gucken, Rico hast du zum Kanzler genommen. Gewählt. Richtig. Bin ich gut. Alter, ich bin... Strike hat noch nicht gewählt. Jetzt hat er das schon gewählt. Rico ist der einzige vernünftige hier. Ein einziger. Also, Basti und ist ein bisschen suspekt. Ach, sag dir der Fascho. Hm. Du, der Liberal zum. Du hast es gesehen, dass ich Liberal bin. Ja, du bist Fascho. Leute. Warum sollte. Ja, in dem Spiel geht es doch darum, sich anzuschreien. Ja, aber. Was willst du denn dazu? Die Diskussion über 20 Minuten ziehen. Doch. Solange hier gezogen wird, können wir ja diskutieren. Ja, aber das Spiel hält immer. Also komm. Okay, du hast eine weg. Ich weiß, dass Lou und Andy beide Fascho sind. Das weiß ich als einziges. Also du behauptest, Lou ist halt Fascho aus deiner Sicht, weil du ihm die Wahl gegeben hast. Ja. Was ist da jetzt los? Ich hab drei rote. Ich hab zwei Fascho-Karten bekommen. Ja. Also ihr wollt mich doch verarschen, ihr. Ihr spielt alle komplett. Bissel, Basti, Rico. Ich glaub Bissel, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du drei rote Karten siehst, sehr hoch ist. Ich hab gerade wirklich drei rote Karten. Wieso sollte ich jetzt eine rote Karte da hinlegen, wenn ich schon eine blaue gelegt habe und sogar weil du zum Beispiel auch die Wahl gegeben hast. Weil du vorher Liberal gespielt hast, damit wir denken, dass du Liberal bist, damit jetzt die Faschos zuschlagen können. Ja, natürlich. Ich glaube Rico. Ich glaube, dass Rico liberal ist. Bin ich mir sogar sehr sicher. So, jetzt mal, wir haben jetzt schon drei Faschos. Das heißt, Bissel kann jetzt den nächsten Kanzler, den nächsten Präsidenten spielen. Nee, Präsident wählen. So, genau. Und der... Ab jetzt gilt auch die diese Regel... Wahl, ab, ne? Die Kanzlerwahl von dem nächsten Präsident sollten wir auf jeden Fall mit Nein stimmen. Wieso? Weil Bissel könnte jetzt Fascho sein. Könnte irgendeinem Fascho die Präsidentschaftswahl geben. Der wählt
Hitler zum Beispiel zum Kanzler und dann ist das Spiel vorbei. Ja, aber Moment, End. Der nächste wäre Lou. Ist es bei Lou besser, wenn er den Präsident wird? Ist es besser? Der nächste ist nicht Lou. Der nächste Präsident wird vom Bissel gewählt. Ja, aber wenn wir da Nein stimmen, ist der nächste Lou. Ja, dann können wir ja nochmal. Lou ist definitiv Fascho. Deswegen können wir zweimal Nein wählen. Ist doch eh egal. Aber das Problem. Und danach ist Seidel. Wir wissen es von keinem. Kanzler, wo wir wissen, wo wir denken, er ist liberal. Lass doch erst. Aber lass doch erstmal ein bisschen einen Präsidenten auswählen. Vielleicht ist ja ein Präsident, mit dem wir d'accord gehen. Ja, klar. Also ich würde End nehmen. Es geht ja auch nicht, wer um der Präsident ist, sondern wer als Kanzler gewählt. Sache, ich weiß nicht, was ich von Zeit habe. Ich würde ehrlich gesagt auch End nehmen, weil ich bin mir bei Crasher und so noch nicht sicher. Ja, bei Crasher bin ich mir auch nicht sicher. Okay, ich bin mir bei Crasher sogar sehr sicher. Weil ich glaube tatsächlich, dass Crasher und Basti und Bissel da der Komplott sein. Sind. Und deswegen als erstes ich die Liberale gelegt. Ich habe zwei liberale Aktionen gemacht. Ich habe einmal Basti die Wahl gelassen. Ja. Ob blau oder rot. Ihr seid ein Team. Liberal. Basti, Bissel, Rico. Ja, das Komplott. Auf einmal kommt Andi um die Ecke und wählt drei raus, die bis jetzt nichts gemacht haben. Doch, also es wir arbeiten klar, die ganze Zeit zusammen. Ihr beide beschuldigt ihn. Ich habe geschoben. Ihr drei haben was zusammen. Das macht es schon Sinn. Ich beschuldige ihn. Ich habe den Beweis ja gesehen, dass er Faschist ist. Und ich weiß, ja, dass du Faschist bist. Das hast du einfach erzählt. Das kann ja heißen, dass du lügst. Aus unserer Sicht. Andi, ich verstehe aber nicht ganz dein Gedankengang. Ganz ehrlich, ich bin ja eh wieder Hitler, wie immer. Ich verstehe das nicht ganz von dir. Du sagst, ich wäre jetzt auch noch in dem... Ja, weil ihr drei zusammengespielt habt. Was? Ja, aber das wissen wir ja nicht. Ich hatte eine These, ja. Ich hatte eine These. Lass ihm jetzt mal seine These sagen. Ja. Ich wollte Rico proven, weil ich dachte, Striker sagt irgendwas, dass Lou und Andy Fascho sind, ja? Und Rico hat ihn beschützt. Ich wollte Rico proven und gucken, ob er entweder eine Liberal-Karte oder eine Faschisten-Karte zieht. Ich habe drei Runden bekommen. Ich konnte nichts mehr... Das ging schief. Es ging schief. Ja, ich kann nichts dafür. Ich verstehe nur nicht, warum du mich jetzt in das Faschistenkomplott reinzählst, weil ich konnte dafür nichts. Ich habe drei Rote gezogen und die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, dass ich drei Rote ziehe. Naja, am ehesten. In dem okay, du bist. Und noch eine blaue von dem anderen Stapel zu bekommen, ist relativ gering. Okay, du bist nicht safe Fascho, aber du bist eher Fascho als Liberal. Ja, ich finde, aus seiner Sicht, aus meiner Sicht weder das eine noch das andere bisher, weil er überhaupt keine aussagekräftigen Sachen macht. Deswegen, Dass er schon, Andi hat recht, er ist eher ein bisschen ein Faschist als Liberal, weil er hätte ja eine Blow ablehnen können, aber das können wir niemals, das wissen wir nicht. Haben wir Seidel schon mal irgendwie? Seidel hat keine Prüfung. Seidel kannst du eigentlich nehmen. Ich habe am Anfang drei rote gezogen, dann habe ich zwei blaue von... Nee, Seidel könnte ich nicht nehmen, weil Seidel Hitler sein könnte und dann ist das Spiel vorbei. Das Problem ist, Seidel hat drei rote gezogen und hat zwei blaue bekommen. Ja, ich habe bisher eigentlich noch gar nichts gemacht. Ja, aber er musste ja die blaue legen, weil er sich sonst auf jeden Fall geoutet hätte. Ich habe auch zwei blaue bekommen. Ja, das stimmt ja auch. Also für mich jetzt, ich bestimme jetzt den Kanzler. Für mich gibt es drei Möglichkeiten. Entweder Rico nochmal zu testen. Geht nicht. Ich glaube, der ist aber Hitler. Ach, stimmt, Rico kann geht nicht. Gut, dann gibt es eigentlich, entweder nehme ich Seidel oder ich nehme Striker. Ist Basti auf keinen Fall. Warum jetzt? Das macht du stellst Lou als Fascho dar und behauptest, ich hätte eine Fascho-Karte, obwohl ich Liberal bin. Ja eben, mit dem Zug konnte er zwei Leute auf einmal. Ich würde auf keinen Fall Basti nehmen. Ihr seid, ja. Seidel ist jetzt. Die Faschisten. Ja, noch bin ich nicht, man muss jetzt wählen. Ja, also ich meine, natürlich, er ist mein Vorschlag. Faschisten arbeiten zusammen. Alter, bisher blicke ich hier ja, überhaupt eben, noch nicht durch. Ja eben, ihr beiden arbeitet zusammen. Ja. Also bisher bin ich, ich weiß es aber auch noch nicht. Echt gut gespielt, ey. Deine, bist du Hitler? Nein. Seht ihr's? Basti ist Hitler. Das macht ihr nicht proven. Das macht ihr nicht proven, End. Ja, ich weiß, aber... Andi ist der größte Lügner auf Erden, ey. So. Oh. So. Ja, okay, du musst nicht Hitler sein, aber zumindest Fascho. Ja, ich bin Fascho. Auch, ich bin Fascho und Hitler zugleich, Andi. Ich bin immer Fascho und immer Hitler. Ist okay, ich hab's verstanden. Ich glaube, du bist sowieso immer Hitler. Sind das meine zwei Karten? Ich kann eh nichts mehr sagen, wenn ich jetzt noch spiele. Ich bin eh immer Hitler. Ist doch eh egal. Ich kann sagen, was ich will. Die Sache ist die, was die Zuschauer jetzt nicht wissen. Scheiße, wir haben schon drei Runden vorher gespielt. Ich hätte vorher was sagen sollen. Aber jetzt egal. Ist zu spät. Striker war dreimal Hitler. Deswegen glaubt mir ja keiner das die ganze Zeit. Ja, für gut. Mich, jetzt hat mir die Wahl gelassen. Ist doch alles richtig gemacht. Jetzt liegen da vier Liberals. Erst legen, Seidel. End, was hast du gezogen? Ich hab gelegt. Proven. Seidel ist proven. Hä, wo? Ich sehe gar keine Karte bei mir hier. Ich hab eine blaue. Die liegt die blau. Ich hab zwei rote gezogen und eine blaue. Ich hab ihm die Wahl gelassen. Okay, Seidel ist proven. Wobei ich nachhinein jetzt. Im Nachhinein hättest du selbst die rote legen können. Dann hätte ich nämlich jemanden killen können.
Ja, aber das ist zu risikoreich. Wir brauchen nur noch eine blaue. Ich wollte einfach nur selber mal, dass ich euch zeige, nee, yo, Mr. Müssen Liberal. Noch zwei rote dann sein und wir dürfen nur nicht Adi wählen. Ja, aber es reicht noch eine blaue, dann haben wir gewonnen. Warum müssen wir das Risiko jetzt, wir nicht unnötig eingehen? Was hätte ich jetzt jemanden erschießen können? Hätte ich die Wahl gehabt, entweder Striker oder Adi zu erschießen? Jetzt ist Lou Präsident. Lou ist für mich fast nein, deswegen würde ich jetzt nein wählen. Ja, nein wählen. Ich bin definitiv auch so. Aber lass uns doch erst mal warten, wen er den Kanzler gibt. Wir können ja nur den Kanzler. Moment, nehmen. Bevor. Ist scheißegal. Nach ist Lu. Doch scheißegal. Wir müssen überlegen, ihr müsst mal weiterdenken. Wenn er jetzt zwei rote und eine blaue ziehen würde und der wirklich Fascho ist, ja, legt er die blaue weg und gibt dir zwei rote. Ja. Und damit kann er dann einen killen. Und er killt wahrscheinlich. Ja, dann aber ihr wisst, Lu ist doch nicht intelligent genug. Wir müssen auf jeden Fall mit killen. Aber worauf, ihr stützt eure Aussage darauf, dass Lu Fascho ist, auf Bastis Aussage, der jetzt schon zweimal gelogen ja, hat. Aber ja, das ist doch völlig egal jetzt. Egal, was Lu macht, die liberale Stimme ist nein. Egal, was Lu macht, jetzt nein stimmen. Ja? Ja. Okay. Na gut, dann wähle ich halt dich. Ja, da darfst du. Bist du verdächtig oder was? Nee, was soll die Scheiße? Ohne Mist. Trotzdem nein. Ja, trotzdem, nein, wir müssen mit nein stimmen. Weil ich sag, dass Lu 100% Fascho ist und Andi auch 100% Fascho ist. Ich sag, dass die beiden nicht Fascho umdrehen sind. Aber da wir ja eh genug nein wählen, war das jetzt egal. Ich wollte nur damit zeigen. Ja, das ist da auch nicht so ganz klar, weil ich bin ja quasi proven. Was glaubst du nicht, Seidel? Striker? Ich glaube Strikers Aussage nicht, ja, aber ich gehe jetzt nicht so weit. Würde ich ja, auch nicht. Ist doch immer das Gleiche. So, Kanzler war das im Gesamtkontext keinen Sinn. Also, Kanzler, du warst. Jemand, ich bin Kanzler. Cool. So. Ja, jetzt darf Seidel wählen. So, ganz schnell. Ja, der letzte mir war jetzt immer den Kanzler zu geben. Eigentlich ja, das will ich auch machen. Ja, ja, jetzt könnte es theoretisch auch noch, aber das ist unwahrscheinlich. War End nicht gerade Kanzler? Nein. Es könnte jetzt End theoretisch auch Hitler sein, aber es ist unwahrscheinlich. Gehe ich aber stark von aus. Also, wäre ich jetzt. Nein, du warst nicht Kanzler. Die Wahl wurde ja nicht. Ja, ich war Kanzler. Ja, dann wählt mal. Also, wer jetzt mit Nein stimmt, ist safe Fascho. Deswegen sollte kein Fascho jetzt Nein nennen für euch. Sag mal. Bist du Hitler? Fascho? Nein, ich bin natürlich nicht Hitler. Ja, gut. Auch das Schöne. Also, du, Seidel, wenn du jetzt eine Blaue ziehst, können wir das Spiel beenden. Ja. Wenn der Rote zieht, wenn du Rote legen musst, fühlt, werd ich getötet wahrscheinlich. Da gehe ich ganz stark von aus. Ich denke, wir haben gewonnen. Außer ja, okay, wenn End Fascho wäre, wäre Do, aber glaube ich nicht. Aus End des Fascho würde wirklich eine legen, um ihn zu töten. Um mich dann loszuwerden. End, gib uns die gute Nachricht, dass wir gewonnen haben. Gibt er nicht. Habe ich jetzt so ein Gefühl. So. Ja, doch, okay. Wir haben gewonnen! Yes. Wir haben gewonnen! So, Karten los. Fixer. Oh, so. Das ist ja richtig gut gewesen, ey, von euch beiden. Okay. Was war das? Guck mal. Nice. Tatsache. Direkt Zweiker, von nice. Anfang an als Faschisten abgestellt. Ja, Striker direkt toll. Am Anfang voll den Move gemacht. Ja, da lagen schon drei. Hätte ich da jetzt noch eine vierte hinlegen. Und Striker hat sich auch am besten wir ja noch dann früher argumentiert. Verloren. Und wir haben es dann vernünftig runtergespielt. Andi, du hast zwei blaue und eine rote gezogen, oder? Ich hab mir ein bisschen Verwirrung gestiftet. Aber warum sagst du dann, du hast drei blaue? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das hat auch keinen Sinn gemacht. Deswegen weil dadurch wäre es auf den Trichter gekommen, dass da... Da wirst du auch schon stutzig, automatisch mit drei blaue ziehst. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass das passiert. Egal, ja, aber welcher Fascho sagte dann, yo, ich habe drei blaue gezogen? Ey, mal ganz ernst, meine These ging fast auf, ne? Bis auf das Striker liberal war. Hättest du lieber gesagt, du hast eine rote weggelegt. Ja. Andi. Aber guck, dass Rico immer hier blau, das war mir von vornherein klar, dass Rico nie proven war. Von Anfang an nicht. Ich hab aber die ganze Rico, Zeit. Rico, du hast den Falschen unterstützt, einfach. Ja. Aber das war. Ey, aber Lu, wen hab ich. Ich muss doch liberal spielen, Lu. Lu hat sich ja, du musst ausgeredet, das war's. Ja, du halt. Musst du so tun, als ob du liberal. Also das Gute war einfach, dass Striker muss ich auch Leute Lu hat halt bei schon. Aber wenn du sagst, dass Striker liberal schon. Ist und du Hitler bist, dann ist es eigentlich so, als wenn du denken würdest, dass Striker mit dir zusammenarbeitet. Als Striker, es hätte genauso gut sein können, dass du beide in die Scheiße reitest, ne? Aber. Ja, na, so habe ich es dann versucht. Ja, aber das aber war echt auffällig, dass Lu sich überhaupt nicht, so ganz nicht gewehrt hat. Ja, Lu hat sich null das gewehrt. Wo du schießen so sollst, ist es dir egal. Also für mich war das Problem einfach, dass Andi den Fehler gemacht hat, dass er drei blau gezogen hat. Und dass er das Zeit nicht die Wahl gelassen hat. Dass nur noch die Wahl rote hat. Drin sein können, weil ich mitgezählt habe. Ja, außer vorher hat jemand gelogen. Ja, aber deine drei blaue, das ist schon echt. Hätte nur noch ich lügen können. Die wahrscheinlich, Andi, dass ich wahrscheinlich hast du drei blaue hintereinander weg, das ist in dem Spiel fast ja, null. Aber eigentlich hat man als Fascho null Vorteile, zu sagen, man hätte drei blaue gezogen. Das hat mich halt noch stutzig gemacht, null Sinn ich nicht gedacht habe, dass deswegen gelogen hat. Aber warum, also die Wahrscheinlichkeit, du musst mal überlegen, die Wahrscheinlichkeit war ja sehr gering, dass es wirklich so ist. Ja, aber sie ist ja da. Ja, sie ist da, aber sie ist vielleicht da. Ja, aber das Problem dann,
wenn Strike, dann kam es nur noch drauf an, hat Striker gelogen, aber wieso sollte er lügen, dass er eine blaue gibt? Also, ich fand Striker überzeugender als Andy und ja, Lu. Ja, ich fand's Lu anders. Sieg, ich fand halt, ich fand Andy überzeugender, weil Lu war halt einfach nur überhaupt nicht da quasi. Er hat sich ja null gewehrt. Was meine ich, ich würde eh nicht gewehrt, nur Hitler, ich würde mir eh nicht gewehrt. Aber weil das schon genug Geschrei durcheinander war, ich hab doch meine Meinung gesagt. Meine These. Warum? End hat dir doch geglaubt. Ich aber auch verteidigen. Im Endeffekt habe ich Striker geglaubt und deswegen haben wir das Spiel ja auch gewonnen. Sonst hätte ich ja gegen Striker gespielt und pro Ihr habt am Anfang wolltet ihr alle gegen mich spielen. Bis auf Rico erstmal. Das war ja. Naja, ich habe nur Nein gestimmt, weil du Nein gestimmt hast. Rico hat wahrscheinlich noch gedacht, du wärst. Ja, eben. Ja, das habe ich ja gemeint. Nee, das dachte ich nicht. Rico, von wem hast du denn gedacht, sind die Faschos? Man muss doch das Gegenteil sagen. Ja, nachdem Striker gesagt hat, habe ich gedacht, dass es Lou und du sind. Okay. Vorher ja, du musst uns doch unterstützen, vorher, wenn du denkst, dass wir mit dir zusammenarbeiten. Aber dieses, irgendwie so ne, tun, wie soll ich dich unterstützen? Rico ist Hitler, habe ich auch schon ziemlich du meine früh predicted, ne? Und damit danken wir uns fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Drei Liberals waren nicht so schlau. Die Liberals waren nicht so schlau, weil die Liberals... Ja, die haben gewonnen, Mann. Deswegen wurde ja gesagt, ob ich Lu überprüfen wollte, war ich mir so sicher, dass ich Andi überprüfe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Sache war. Ich finde das immer geil, wie Andi behauptet, andere sind nicht so schlau, obwohl wir gewonnen haben und Andi den Fehler gemacht hat, der das Spiel entschieden hat im Endeffekt. Ja, naja, ob es entschieden hat, weiß ich nicht. Ich finde aber auch geil, wie Andi, nachdem ich gesagt habe, dass Lu Fascho ist, einfach Andi sofort eingeprescht ist wie so ein Blöder, dass Lu kein Fascho ist. Die Sache ist die, ich hätte funktioniert, hätte Lu mitgeprescht. Die Liberal-Karte, ich habe... Du hast null mitgeprescht. Die Liberal-Karte falsch herum hingelegt. Schreibt in die Kommentare. Das war bis zum nächsten Mal, haut rein, vielen Dank. Tschüss.